Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Risikogruppe. Ja, also für die Hashtag Risikogruppe möchte ich mich mal kurz vorstellen. Ich bin Bruno Schmidt, bin 54 Jahre alt und leide seit 5 Jahren an ALS. Und da wir zurzeit den Coronavirus haben und wahrscheinlich etwas länger damit umgehen müssen, ist das für uns oder für mich ein sehr großes Thema und ein großer Risikofaktor. Ja, ich habe ALS. Das ist eine Nervenerkrankung und die Nervenzellen der Motorik oder die für die Motorik zuständig sind, die sterben ab und dadurch wird mein Körper immer mehr gelähmt. Also mein aktueller Zustand ist, die Arme funktionieren gar nicht mehr, Hände funktionieren nicht mehr. Die Beine sind ganz schlecht geworden. Wenn ich stehe, also wenn ich stehe, fällt der Kopf nach vorne. Den kriege ich auch nicht mehr ganz nach oben. Und ja, ich werde halt immer mehr eingeschränkt. Was noch gut funktioniert, ist meine Sprache. Da bin ich selber noch erstaunt, dass ich noch so gut sprechen kann. Ja, und das Schlucken funktioniert noch und Essen, Trinken geht auch noch. Aber das wird halt alles schwieriger und darum zähle ich zur Risikogruppe. Und wir möchten halt, dass alle schön auf uns aufpassen und sich an die Vorschriften der Bundesregierung halten, damit wir nicht infiziert werden und versterben. Und ich hoffe, dass wir uns alle selber schützen, indem wir alle zu Hause bleiben und natürlich auch die Gesunden. Das wäre wünschenswert, dass wir alle Abstand halten, beziehungsweise auch die anderen zu uns und umgekehrt natürlich. Ja, das Problem bei mir wäre halt, wenn ich mich jetzt infizieren würde, dass ich wahrscheinlich relativ schnell eine Lungenentzündung kriegen würde. Da mein Lungenvolumen nur noch 40% ist oder 42, ich auch nicht mehr abhusten kann, also ich habe auch einen Hustenassistenten, damit ich überhaupt husten kann, wäre das für mich fatal, eine Lungenentzündung zu bekommen. Und das Immunsystem ist auch nicht mehr so dolle. Und das wäre ganz beschissen für mich. Ja, ich hoffe, dass sich ganz viele oder alle Menschen daran halten, sich von uns Risikogruppen fernzuhalten, damit wir diesen Virus überstehen. Das war meine Vorstellung für die Risikogruppe und haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und wir schaffen das. Tschüss.